Danke, dass ich hier sein darf. Kurz noch was zu mir. Also mein Titel ist Leiter Gebäudeautomation. Leiter Digitalisierung bei der Firma Salvia. Was mache ich den ganzen Tag? Also ich bin zuständig fürs Pre-Planning. Ich unterhalte mich mit neuen Lieferanten. Deswegen mache ich jetzt auch die letzten 3 Tage auf der Messe. Ich unterstütze den Vertrieb und mache Kalkulationen. Zunächst stelle ich mal die Firma Salvia Gebäudetechnik vor. Wir sind in der kompletten Kostengruppe 400 unterwegs. Also das heißt, wir machen alles, was Technik betrifft, am Gebäude. Und dann nicht nur die Ausführung, sondern wir machen auch die Planung, Service und Wartung und schauen, dass wir in unseren Projekten auch einen guten Grad an Dekarbonisierung hinbekommen. Mein Aufgabenfeld ist dann die Digitalisierung, was sich mit der Dekarbonisierung so ein bisschen überschneidet. Aber dazu kommen wir später noch. Wir haben inzwischen über 1700 Mitarbeiter. Als ich vor 6 Jahren angefangen habe in der Firma, also ich bin jetzt im 7. Jahr, im Oktober werden es dann 7 Jahre, waren wir ungefähr 400 Mitarbeiter, haben durch Zukäufe unser Spektrum erweitert. Also seit 3 Jahren sind wir auch technischer GU bei bestimmten Projekten. Die halten wir noch relativ klein, weil es da noch ein bisschen mehr Arbeit erfordert, um die gut zum Laufen zu bekommen. Aber um mal auf die Zahlen einzugehen, wir haben 856 Monteure, 220 Bauleiter und 120 Projektleiter. Früher haben wir nur die Projekt- und Bauleitung an unseren Projekten selber gestellt und den Rest an Monteuren über Fremdfirmen beschäftigt. Und das haben wir jetzt komplett umgestellt die letzten Jahre. Das heißt, es sind wirklich unsere Monteure. Was auch noch eine ganz interessante Zahl ist, sind die Planer. 145 Stück, also wir können von der Leistungsphase 1 an unterstützen bis in die Leistungsphase 8. Und eine ganz große Zahl ist das Verwaltungspersonal. Warum haben wir so viel Verwaltung? Wir beschäftigen nochmal ungefähr 1000 Nachunternehmer, also 1000 Mitarbeiter von Nachunternehmern. Und die müssen irgendwie von unserem Personal halt beschäftigt werden. Aktuelle Projekte haben wir 200, 2000 Projekte haben wir realisiert. Die Gesamtleistung ist von 2022, für 2023 haben wir die Zahlen noch nicht veröffentlicht und insgesamt haben wir 22 Unternehmen. Wir sind an über 28 Standorten in ganz Deutschland unterwegs und haben da aber 4 Kompetenzzentren ausgebildet. Eines bei uns zum Beispiel in Eislingen, da komme ich her, da sitze ich. Und da haben wir dann auch die komplette Kalkulation drin, die Planung sitzen und die anderen Standpunkte sind dann aufgeteilt auf einzelne Firmen, die dann von diesen Kompetenzzentren bedient werden. Als zweite Firma möchte ich die Firma Eltrion vorstellen. Die haben wir gegründet, um die Digitalisierung besser in den Gebäuden unterzukriegen. Das heißt, wenn wir mit Investoren sprechen zum Beispiel, dann stellen wir das immer über die Firma Eltrion vor und stellen dann die Firma Salvia als unseren ausführenden Partner vor. Und dort sind auch die Konzepte hinterlegt, die ich erarbeitet habe mit meinem Team, um Gebäude zu digitalisieren. Es geht bei der Eltrion um ein Partnernetzwerk und dort versammeln wir ausführende Firmen und herstellende Firmen und wollen da eine lebendige Partnerschaft zusammenbringen und halt auch die Hersteller miteinander reden lassen. Gemeinsam tun wir dann die Projekte abwickeln. Wir treffen uns regelmäßig, um einfach diesen Austausch zu fördern. Wir haben ein starkes Partnernetzwerk, also viele Hersteller, die man auch aus dem KNX-Bereich nennt, die stellen für uns extra Komponenten her. Was für Komponenten, werde ich gleich noch sagen. Und wir haben gemeinsame Marketing- und Vertriebsaktivitäten. Und das geht halt unter diesem Eltrion-Deckmantel extrem gut, weil da nicht eine ausführende Firma sofort gesetzt ist. Genau, kommen wir zu meinem eigentlichen Hauptthema. Ich habe mich die letzten 3 Jahre jetzt um die digitale Vernetzung gekümmert. Was heißt das bei uns? Also hier sieht man so ein schemenhaftes Bluetooth-Mesh. Und
Das Gute ist, in dem Bluetooth Mesh ist jeder Knoten, den man hier sieht, also da geht es um Jalousie, da geht es um Beleuchtung, da geht es um 6-Wege-Ventile für Heizkühldecken. Jeder dieser Knoten ist Sender und Empfänger gleichzeitig. Das heißt, sollte eine Beleuchtung ausfallen mit einem Sensor drin, dann merkt das System das und heilt sich sofort selber. Also die Verbindung wird immer neu hergestellt. Und ich habe keine direkte Verbindung zum Gateway, sondern das Mesh verteilt sich im Gebäude. Das ist ganz gut in einem Treppenhaus zum Beispiel. Da setze ich in der Mitte mein Gateway ein und dann verästelt sich die Konnektivität nach oben. In unserem Verwaltungsgebäude in Eislingen, das hat er nicht gedrückt, in unserem Verwaltungsgebäude in Eislingen haben wir das Ganze umgesetzt. Das ist jetzt ein kleines Gebäude, also da sprechen wir von ungefähr 300 Bluetooth-Mesh-Geräten. Die haben wir verteilt auf mehrere Gateways und haben dann auch KNX-Geräte mit eingebunden. Also wir haben mehrere Schnittstellen. Wir können KNX anbinden, wir können Modbus anbinden, wir können MBus anbinden und wir können den Bugnet anbinden. Und dadurch sind wir halt in der Lage, auch Sachen umzusetzen, die im Moment noch kein Bluetooth-Gerät zur Verfügung haben. Und können natürlich dann auch die ganzen KNX-Geräte integrieren, was uns im Schaltermarkt halt einen riesen Vorteil gibt. Dann haben wir das Ganze noch ein bisschen weiter gedacht. Also wir wollen nicht nur intelligent vernetzen, sondern wir wollen durch die Vernetzung auch noch einen Mehrwert bieten. Und da haben wir drei Zielgruppen identifiziert und das sind die Nutzer, das sind die Mieter und das sind die Eigentümer und Betreiber. Die Mieter, Eigentümer, Betreiber ähneln sich ein bisschen. Gehen wir mal tiefer rein. Also wir können durch die gesetzten Gateways die Daten aus dem Bluetooth Mesh auf unseren Server übertragen. Man sieht jetzt auch, da unten bewegt sich so ein bisschen. Also je roter der Bereich, desto mehr Bewegung habe ich jetzt gerade im Gebäude. Das ist jetzt ein Beispiel. Wir können das auch mit Temperatur, wir können das mit CO2 machen, VOC, je nachdem, was für Sensorik ich verbaut habe. Und die Daten werden jederzeit auf dem Server abgespeichert und die kann ich mir dann auch später anschauen, um irgendwelche Trends mir anzuschauen, wie die Temperaturverläufe im Gebäude waren, wie die Auslastung war. Das ist auch der nächste Punkt, die Gebäudeauslastung. Man sieht es jetzt oben angedeutet, diese roten Felder sind Stundenwerte von einem Raum. Gemessen wird es über die Bewegungssensoren. Das heißt, ich habe meine Leuchte verbaut, in der Leuchte ist ein Bewegungssensor verbaut und der misst, ob Bewegung im Raum ist und kann so feststellen, wie lange der Raum ausgelastet war. Das Ganze kann ich mir dann auch noch auf dem Grundriss anzeigen lassen, dass ich genau sehe, in welchem Bereich, zum Beispiel von 8 bis 16 Uhr, die Auslastung hatte, weil nachts interessiert mich ja die Auslastung eigentlich weniger. Dann können wir über eine Berechnung zum Beispiel herausfinden, was für einen Energieverbrauch wir im Gebäude haben. Jede Leuchte ist digitalisiert. Bei jeder Leuchte weiß ich zu jedem Zeitpunkt, ist sie an, ist sie aus, zu wie viel Prozent ist sie gedimmt. Und da kann ich dann genau ausrechnen, wie viel Verbrauch diese Leuchte hatte, ohne jetzt einen Zähler eingebaut zu haben. Das Ganze kann ich dann abgleichen mit Modbus-Zählern, mit MBus-Zählern, um halt zu wissen, ob dieser Wert ungefähr stimmt, weil ich kann ja nicht an jeder Leuchte einen Zähler installieren. Als kleines Abfallprodukt von dem Bluetooth Mesh sind die sogenannten Beacons. Und ich kann mobile Beacons einbauen, sogenannte Asset Tags, und die verbinden sich dann mit den Beacons und wissen jederzeit, wo sie im Gebäude sind und melden diese Position dann auch zurück an den Server. Und somit weiß ich jederzeit, wo zum Beispiel ein Bett im Krankenhaus steht oder ein teures Laborgerät, das in meinem Labor verloren gegangen ist, finde ich dann jederzeit wieder. Das Gute ist, ich kann mir auch Alarme stellen. Also wenn jetzt ein Laborgerät eine Etage verlässt, dann kommt sofort eine SMS, eine E-Mail, eine Push-Nachricht an das Handy vom zuständigen Sicherheitsdienst, sage ich jetzt mal, und der kann dann sofort schauen, dass das Gerät zurückkommt. Dann haben wir zusammen mit unserem Partner uns eine App entwickeln lassen. Das ist jetzt die Nutzeransicht. Also unsere Kollegen in unserem Gebäude kommen zum Beispiel ohne Identmedium ins Gebäude rein. Beziehungsweise das Identmedium ist ihr eigenes Handy. Da machen wir keinen Unterschied, ob
das ein Geschäftshandy ist oder ob das ein Privathandy ist. Dort kommt die App drauf und die Schließanlage wird komplett zentral online verwaltet. Ich kann jederzeit die Schlüssel zuteilen oder Schlüssel entziehen. Dann haben wir die komplette Raumautomation integriert. Man sieht es auch, also das ist jetzt aus unserem Gebäude, aus der Buntweberei, unserer Verwaltung. Und ich kann das Licht steuern, ich kann die Jalousie steuern, ich kann die Temperatur einstellen, je nachdem, was ich in den Räumen auch verbaut habe. Weil bei uns sind die Räume sehr unterschiedlich gestaltet. Es kann sein, im Nordbereich gibt es keine Jalousie, dann wird das Logo aber auch nicht mit angezeigt. Als nächstes Feature haben wir eine Raumbuchung bzw. eine Platzbuchung. Das kommt dann auf den Raum drauf an. Also wir haben Open-Space-Bereiche, wir haben Einzelbüros, Zweierbüros, wir haben Besprechungsräume und die kann ich mir dann entsprechend buchen. Das Gute an dem System ist, das ist komplett mit Microsoft 365 verbunden. Das heißt, ich kann erstens die Buchungen auch über mein Outlook machen, beziehungsweise ich kann die Buchung in meinem Outlook kontrollieren oder sehe, dass ich da einen Raum gebucht habe. Wenn ich keinen Raum gebucht habe, dann kann ich den Raum nochmal nachbuchen. Ähnlich wie bei den Asset Tags ist die Personensuche entstanden. Das heißt, durch die Beacon-Technologie, die jeder Knoten im Netzwerk bereitstellt, weiß das Handy jederzeit, wo es sich im Gebäude befindet. Das ist auch ganz wichtig zu sagen, wegen DSGVO, also das Handy weiß, wo es im Gebäude ist, nicht das Gebäude weiß, wo das Handy ist. Und jetzt kann ich mittels Push-Nachrichten den Kollegen anfragen, wo er sich denn gerade im Gebäude befindet. Das sieht man auch auf der rechten Seite. Wir suchen mal mich selber. Dann wird angefragt, was man jetzt nicht sieht. Ich bekomme eine Push-Nachricht, muss diese bestätigen. Und dann kommt die Rückmeldung, wo ich mich gerade im Gebäude befinde. Und da bin ich im ersten OG Kubus in meinem Einzelbüro, das ich mir gebucht habe. Alle Use Cases, die ich jetzt hier vorgestellt habe, können wir live bei uns im Gebäude anschauen. Also wenn jemand Interesse hat, sich das bei uns anzuschauen, gerne mich über LinkedIn kontaktieren. Machen wir einen Termin aus, können auch eine größere Veranstaltung draus machen. Das kommt dann immer darauf an, wie viele Personen gerade angefragt haben. Und ja, recht herzliche Einladung von mir. Das war's zur Firma Salvia und das, was ich mache bei uns in der Firma. Ich hoffe, es war erträglich.